Hallo, ich möchte heute mit euch gerne eine rohe Tomatensuppe zubereiten. Zu sagen, ich möchte die mit euch kochen, wäre jetzt falsch, denn die wird ja nicht gekocht, sonst wäre sie ja nicht roh. Und dazu brauchen wir Wildkräuter. Hier, da habe ich Löwenzahn, Brennnesseln gesammelt und drei Tomaten sind hier auch schon drin. Und dann habe ich hier schon bereitgelegt, ein Stück Ingwer. Ein Stück Peperoni, etwas Sonnenblumenkern, Sesamkern, gemahlener Pfeffer, Kurkuma, Pfeffer, Kümmel gemahlen und Koriander. Und normalerweise würde ich jetzt gern noch ein großes Stück Knoblauch da rein machen, aber da ich morgen einen Termin habe, wo Leute meinen Atem riechen müssen und vielleicht selbst kein Knoblauch gegessen haben, muss ich mir das jetzt mal verkneifen. Schmeckt aber sehr, sehr gut, da noch ordentlich Knoblauch reinzumachen. Mache ich jetzt nicht, sondern all die Zutaten, die ich euch eben gezeigt habe, tue ich jetzt mal zusammen in den Mixer. Okay, kann losgehen. Nach der ersten Geschmacksprobe können ruhig noch ein paar Tomaten rein, denn kein Rezept ersetzt die Köchin und bei der Naturküche schmeckt sowieso jedes Mal anders und gerade das ist ja auch das Wunderbare. So. Okay, und auf ein neues. Und das war es auch schon. Hier ist die Tomate. Da oben nochmal mit etwas Basilikum garniert. Der kann natürlich auch noch reingemacht werden. Und die Rezeptvorgaben sind dazu da, um so einen Anhaltspunkt zu haben. Haltet euch nicht stoisch daran und denkt schon mal gar nicht, ihr könnt das jetzt nicht zubereiten, weil euch jetzt irgendetwas fehlt. Wenn es nicht gerade die Tomaten sind, naja. Aber Hauptsache, ihr probiert das aus, ihr macht das selbst, ihr probiert mal was Rohes. Ihr probiert mal was anderes und ihr esst nicht diesen vollkommen überteuerten, schrecklichen Fertigfraß. Es lohnt sich wirklich und es macht total viel Spaß und geht auch ganz schnell. Guten Appetit!